So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer Van Bergen wieder am Mikrofon. Wir sind im FM13 Let's Play mit Holstein Kiel. Jo, wir haben schon ein bisschen was erreicht in den letzten Tagen, würde ich sagen. Und es geht natürlich fleißig weiter. Ich muss auch wieder so ein bisschen reinkommen. Ich habe mir heute auch noch so ein bisschen Lounge-Musik hinten reingelegt. Denn meine Sitzungen im FM13 werden jetzt wieder länger. Warum ist das so? Also mir geht's so, dass ich gerade, wenn man dann mal nur ab und zu aufnimmt, das habe ich bei der letzten Saison so gehabt, da hat man sich dann mehr auf die sportlichen Sachen konzentriert, aber wir müssen hier mit Holstein Kiel viele Sachen im Management organisieren und auch so ein bisschen die Entwicklung immer im Kopf haben oder im Hinterkopf behalten, wer entwickelt sich gut, was läuft vorwärts und mit was wollen wir weiterarbeiten. Und gerade das kann man dann wirklich nur am Stück wirklich gescheit machen, wenn man dann wirklich mal lange Sitzungen macht. Ansonsten vergisst man hier die ein oder andere Sache. Okay, was ich euch zeigen kann, ist zum einen, ich habe ein bisschen Spielerbilder eingefügt. Zum Beispiel hier, ich denke mal, das passt ganz gut hier. Der Edgar Sehinian, der ist ja erst 18, ich denke mal, das ist ein recht jugendliches Bild. Das passt ganz gut zu ihm. Und dann habe ich noch ein, zwei Männer habe ich noch reingepackt mit Bilder. Den Bäcker, den Sebastian Bäcker, genau. Der ist zwar 20, sieht hier ein bisschen älter aus, aber ich denke mal, das macht ja nicht so viel aus. Und dann habe ich noch einen. Wer war denn noch hier? Ach, der Onur, genau. Den Onur habe ich auch noch ein Bild verpasst. Passt ganz gut. Der eine oder andere wird sagen, Mensch, den kenne ich doch von irgendwoher. Ja, mag sein. Ich habe wieder mal bei FM Arena zugeschlagen und mir ein paar Spielerbilder runtergeladen, die einfach so ein bisschen optisch passen. Besser ist es halt mit Spielerbilder als denn ohne. Okay, einen habe ich noch vergessen, sehe ich gerade, den Armando aus. Der hat noch gar keins. Mensch, da muss ich nochmal nachlegen. Okay, so, wie sind wir stehen geblieben? Wir gehen nochmal rein in die Transfergeschichten, und zwar Transfermarkt, denke ich, wenn wir das sehen, und dann Transfervorbereitung bzw. Verhandlungsstatus. Das ist ganz wichtig. Hier haben wir das. Einigung mit Sportfreunde Lotte steht bevor, bezüglich Fabian Wetter. Ja, das große Thema ist halt, wir haben zu viele Stürmer. Und da müssen wir so ein bisschen runterkommen, da müssen wir ein paar loswerden, beziehungsweise verkaufen. Den Wetter haben wir ja schon nach hinten gepackt, also in die zweite Mannschaft. Und nun hoffen wir uns einfach, dass wir hier noch den einen oder anderen Spieler eben verkaufen können. Ansonsten lief es letztens ganz gut gegen VfB Eppingen, haben wir ja gewonnen in dem Testspiel. Und dann gehen wir noch mal kurz in die Jugendmannschaft rein, wie das hier so ein bisschen aussieht. Ja, ich kann hier den Assistenten jetzt bewegen. Gucken wir mal rein beim Mitarbeiter. Wir haben doch, genau, wir haben einen Jugendtrainer und einen Co-Trainer. Perfekt. Nur die zweite Mannschaft, die muss ich selber organisieren. Ich habe auch gelesen, oder ich muss sagen, ich bin ja auch eigentlich ein Fan davon, wenn man sagt, hier die zweite Mannschaft erstmal auflösen. Aber wir werden sie schon brauchen. Also, wenn ich mal schaue, die Stärke, die hier von manchen Spielern erreicht wird mittelfristig. Und ich sehe einen Kevin Reichelt, wenn der jetzt Einsatzzeit kriegt, kann man dem sicherlich, wenn der nochmal richtig gut ist, nach oben heben und mit ihm dann in der ersten Mannschaft spielen. Also wie gesagt, wir müssen hier versuchen, viele Jugendspieler reinzubringen in die zweite Mannschaft, sie hier über diesen Weg aufzubauen, um dann, sage ich mal, das Sprungbrett auch ja, zurechtzubasteln, damit sie dann in die erste Mannschaft reinkommen können. Denn das wird unser täglich Geschäft werden. Junge Spieler, wie gesagt, ein richtiger Ausbildungsverein, so muss man es schon sagen, den wir hier darstellen. Natürlich in der aktuellen Saison erstmal Ambitionen mit dem Aufstieg, aber das wird natürlich nicht so einfach. 630 ist unsere Mannschaftsstärke. Ich denke, wir können einen Schritt weitergehen. Mitarbeiter, wir haben zu wenig. Ich gehe mal hier ein bisschen durch, was sie uns sagen. Ja, wir haben zu wenig Mitarbeiter, das ist mir klar. Wir müssen viel selber regeln. Ihr seht, das Gehalt sind 9000 Euro. Ich hoffe mir ja hier, dass da unser Co-Trainer ja, mittelfristig dann ein bisschen an Stärke zulegt. Ne? Hat ja ein super Talent, die wachsen ja auch mit. Und ja, und in der Jugendmannschaft haben wir noch keine Mentoren verteilt. Das sollten wir dann doch mal tun. Hier zum Beispiel bei Thomas Wolf. Da können wir doch mal reinschauen. Wir haben ja jetzt auch Trainingsziele ausgelegt auf der, bei der ersten Mannschaft. Da werden sich bestimmt auch Spieler finden, die wir hier angeben können. Heider ist ein Stürmer, sehe ich nicht ganz so. Hier, Johansen. Oh, Weltklasse. Dann hat er gleich den richtigen Mentor, den Fiegel hier. Da gehe ich so ein bisschen nach Talente. Ich denke mal, das ist nachvollziehbar. Dass wir hier, wie gesagt, dann erstmal auch einen Fokus auf Talente haben. Irgendwo brauchen wir ja einen Indikator, den wir heranziehen können. Heider können wir hier mal nehmen. Ja, also gerade in der Jugend brauchen wir halt einen Indikator. Da kann man jetzt nicht nur drauf spekulieren, ja, hier ein Talentstern, der kann ja super werden. Ich glaube, wir sollten uns jetzt mittelfristig oder auch schon kurzfristig diese Saison so ein bisschen auf die Spieler einigen, die zumindest mal 2,5 Talentsterne haben. Also so wie die hier zum Beispiel,
da sehe ich großes Potenzial, dass sie in die zweite Mannschaft rücken können. Zwei Stände lasse ich auch noch mit mir reden, wenn sie die richtige Stärke erzielen oder wenn sie halt eben sehr auffällig sind. Und da müssen wir ja ganz genau, ganz detailliert darauf achten, dass wir da, dass uns da nichts verloren geht. Hier haben wir ein paar mehr, sehr schön. Da können wir auch schon mal gleich festlegen, wer hier das sein soll. Er ist Innenverteidiger, dann nehmen wir doch Aust als als Mentor. Bei Gallos, der spielt defensives Mittelfeld, Details, können wir auch den Fels nehmen. Sehr schön. Dann können wir hier, haben wir noch Daniel Knorr. Das wird mittelfristig schon einer werden. Der ist jetzt zwar erst 15, aber noch ein Jahr, dann ist er schon 16 und wäre für uns schon interessant. offensives Mittelfeld, wen haben wir denn da noch so? Holzapfel wäre noch einer, der hier frei ist im offensiven Mittelfeld. Was kann denn der so? Ja, dann können wir dann, ich denke mal, in der A-Jugend bei den Top-Talenten können wir dann auch noch Trainingsziele vergeben. Manuel Schof haben wir hier. Ich würde dann hier bei den Jungs vielleicht auch nochmal mit Thorn anlegen, weil wir haben ja nicht so viele Spieler. Das ist zentrales Mittel, da können wir mal Aschenbrenner nehmen. Das ist in Ordnung. Hier haben wir auch noch einen, da können wir auch nochmal einen Mentor nehmen. Dann nehmen wir Grüter. Hier haben wir auch noch ein 2-Sterne-Talent. So, und dann haben wir da mehr oder weniger schon ein bisschen was auf die Kette gekriegt und eingestellt. Sehr schön. Ja, genau hier in der A-Jugend, da würde ich dann schon bald sagen, hier kann man bei Fiegel und bei Wolf, kann man sich dann auch schon mal die Mühe machen und Trainingsziele ausgeben. Gerade Thomas Wolf, der wahrscheinlich dann im Zuge des Jahres dann noch aufsteigen wird in die zweite Mannschaft. Transferstatus, Spielerinfo. Und zwar hier bei Trainingsziele, was ist er denn? Er ist Kämpfer und im zentralen Mittelfeld angesiedelt. Ja, ich denke mal, hier wäre schön, wenn wir einfach mal Ballkontrolle nehmen, das auf eine 61 bringen und dann ganz, ganz wichtig, Passspiel. Passspiel, 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 das ist das A und O. Lange Pässe ebenfalls. So, sehr schön. Dann haben wir das auch ein bisschen eingestellt. Ah, jetzt braucht er... Ah, ihr seht, jetzt hat er auch ein anderes... Ja, das hat auch ein Trainingsziel. Jetzt braucht er dann auch einen anderen Mentor als Johansen. Wen hätten wir dann? Ah, hier. Ah, perfekt. Na, die werden sich doch verstehen. Der eine ist 18 und der andere auch. hat der 18-jährigen Mentor. Ob das jetzt so gut ist, ist die andere Frage. Oder ob das so einem Zweikampf ausgeht, werden wir ja noch sehen. Okay, Dennis Fiegel. Da kann man auch mal sich überlegen. Schauen wir mal. Vertrag, Spielerinfo. Ich wäre ein bisschen verstört, was ich machen wollte. Wo ist er denn stark momentan? Auf links außen, rechts außen. Was hat er denn schon trainiert? Taktisches Verständnis fehlt ihm noch ein bisschen. Dribbling. Okay, Dribbler ist er. Ja, dann setzen wir auch Dribbling aus, ne? Klar, Dribbling. Auf eine 1 und dann muss Ballkontrolle ebenfalls gleich mitgezogen werden. Ansonsten macht das echt keinen Sinn. Mit 16 Jahren, oh, das ist stark, das ist schön. Torriecher ist ein bisschen weit entfernt, vielleicht nehmen wir dann doch lieber einen, dass er schnell und dribbelt und dann vielleicht Flanken mal dazu nehmen, oder? Ich denke mal, das wäre ganz ordentlich, so mit 16. Dennis Fiegel. Ja, die Thematik mit den Spielernamen für die Jugendmannschaft habe ich mir so ein bisschen überlegt. Ich würde da ganz gerne eine Liste aufmachen. Und wo macht man idealerweise eine Liste auf? Da, wo man es auch immer wieder nachlesen kann. Wer sich eintragen möchte in die Liste, da verfolgt bitte mal die Videobeschreibung. Ich packe euch da nämlich jetzt einen Artikel rein. Ebenfalls wieder, ich verlinke ja häufig auf die Sportseite, wo es auch ein bisschen Randinformationen gibt, also sport.mmosen.de. Und da könnt ihr unten in die Kommentare dann euren Namen reinschreiben oder einen Spielernamen vorschlagen und ich gehe das dann einfach durch. Das kann ich dann nochmal ganz gemütlich offline machen und muss das nicht so parallel im Spiel machen, weil es ist ja sehr aufwendig, die ganzen Namen einzutragen. Und kann das mal gemütlich bei einem Tässchen Kaffee mal eintragen. Also wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr den Artikel. Dort tragt ihr einfach einen Kommentar ein. Könnt ihr auch nochmal alles nachlesen. Und dann tragt ihr dort einen Kommentar ein mit dem Namen, den ihr ganz gerne im Spiel sehen möchtet. Bei der Jugendabteilung hier. Für die B-Jugend und für die A-Jugend natürlich. Und ja, und da werde ich auch im Zuge dessen wahrscheinlich hier auch die besten Talente, ja, da werde ich mir was überlegen, wie man die dann noch verteilen, wer denn so heißen möchte. Also, wenn ihr darauf Lust habt, wie gesagt, könnt ihr ja dann einfach unten reinklickern. Okay, so viel dazu. Ja, der konditionelle Zustand der Mannschaft ist noch nicht so pralle. Klar, da ist der Co-Trainer jetzt angewiesen. Der übernimmt das hier, das Training. Hoffe ich mal, dass der das auch zeitnah hinkriegt. Dann können wir ja mal ein Schrittchen weitermachen, oder? Ja, komm, wir riskieren es mal und gehen mal eine Schritte
Eine Schnitte. Ein paar Schritte voraus. Eine Woche weiter. Okay, hier sehen wir es. Oh, Rafinha-Wechsel von Bayern München zu Gladbach. Das ist natürlich schon mal eine krasse Geschichte. Renquer von Standard Lüttich. Wechsel zu Hamburg sehen wir hier. Ja, das sind die ganzen Top-Ligen, die wir hier drin haben. Ist ja spannend. Mit Transferverhandlungen, da haben wir noch nicht so viel im Hut, leider. Also Spieler kaufen, ich denke mal, davon dürfen wir uns mal die ersten Monate oder auch diese Transferperiode hier zu Beginn mal gleich verabschieden. Das ist eine schöne Sache, Marktwert 25.000, sie bieten 23, ich fordere 24 und da würde ich sagen, 2 Sterne, guck mal, das können wir dann auch ruhig verkaufen, ne, aus der zweiten Liga. So, Vertrag unterzeichnen. Sie bieten 23, ich finde, das ist in Ordnung. Wir wollen ja so ein bisschen den Kader ausdünnen und ich denke mal, da können wir das ruhig mal annehmen. 23.000, jetzt Mega-Gewinne erzielen wir da noch nicht bei diesen etwas nicht ganz so starken Spielern. Da ist halt auch nicht so viel Spekulationsspielraum, dass man sagen kann, ja, hier, ich fordere 50. Und dann sagen die auch gleich hier, die zeigen mir den Vogel. Und dann war's das mit den Transfers. Oh ja, da haben wir doch schon eine schwache Fitness, sehe ich gerade. Da müssen wir mal ansetzen, dass die Jungs mal reinkommen. So, Ablöse wurde angenommen, sehr schön, dann haben wir das auch. Und ich würde sagen, ja, wir gehen gleich mal rein. Wir haben hier Hartmann, der ist ein bisschen müde. Dann nehmen wir denn mal Toxic. Sihinan als rechter Mittelfeldspieler. Das ist ja das Talent, was auch den teuersten Vertrag bei uns hat. Also man muss ganz klar sagen, das ist der Spieler, der wohl als einer der absoluten Charaktere gilt, die uns verlassen werden. Schnellstmöglich. Ist klar, ne? Also Marktwert 115.000 ist schon eine ordentliche Hausnummer. Lassen wir ihn ein bisschen spielen bei uns. Hoffe ich mal, dass wir ihn dann wirklich, das ist so einer, der bringt uns vielleicht spielerisch ein bisschen was, können wir noch nicht so wirklich einschätzen, weil er ist ja ungern am Training, aber der wird uns wahrscheinlich jetzt hier die erste Zeit schon ein bisschen was bringen, aber ist ganz klar, das ist ein Spieler, der die Vereinskasse natürlich richtig gut tun wird, wenn wir ihn dann wirklich so vorankriegen. Wir gehen mal rein und schauen mal, wer unsere wertvollsten Spieler sind, Marktwert, und da sehen wir es sofort. Edgar Sehinan ist der wertvollste Spieler, den wir haben. Und dann kommt schon Kasper Johansson Johansen, ne, mit 23, Stärke von 64. Aber ihr seht hier, der Sehinan, das ist so einer, der uns wahrscheinlich dann auch schnellstmöglich verlassen wird. Denn sein Gehalt ist natürlich auch sehr, sehr hoch. Und da hoffe ich mir, dass wir da ein bisschen auch was von haben, wenn wir schon so viel bezahlen. Aber wie gesagt, da dürfen wir uns schon mal schön drauf freuen, vielleicht da ein Talent zu haben, dass wir verkaufen dürfen, ne, klar, dass da sich jemand findet, der ihn unter Vertrag nehmen möchte für einen wesentlich besseren Preis, als wir zahlen können. Ausgebe, bin ja froh, 90.000 ist ja schon weit mehr als der Durchschnitt des Kaders, ne, vom Gehalt und ich sag mal so eine, wie soll man das sagen, so eine, ja, ist jetzt schwer auszudrücken, wie ich das meine. Es geht ja um das Gehalt. Es sollte ja in der Mannschaft allgemein, sollte ja so ein bisschen harmonisch sein. Es kann nicht sein, dass einer oder dass ein Großteil verdient, keine Ahnung, 40.000 und dann sind 2 dabei, die verdienen 1 Million. Das tut einer Mannschaft nie gut. Ne, das ist, das ist nicht wirklich sinnvoll. So muss man sagen. Dass man da es wirklich irgendwie versucht, den gleichwertig anzuheben. Da müssen alle so langsam ein bisschen mehr verdienen. So lässt sich das wahrscheinlich dann auch realisieren. Okay, Rafael Cazio haben wir hier noch mit einer 59. Es kristallisiert sich schon. Was mir jetzt zum Beispiel fehlt, was schön wäre, man müsste jetzt hier für uns so rein taktisch gesehen, also was jetzt ein Feature wäre, was mir so ein bisschen fehlt, man müsste hier irgendwie die Möglichkeit haben, mit so einem Punktesystem festzulegen, wo man die Spieler ganz gerne sehen würde. Also hier könnte man ja so einen Punkt einfügen. Und dann drückt man einmal drauf, dann ist der grün, dann heißt es von mir aus grün und 1 von mir aus, dann heißt es, okay, ist für mich erste Mannschaft. Und dann klickt man zweimal drauf, dann wäre es zum Beispiel gelb bis rot für Reserve, dass man da noch so ein bisschen, wenn man die Mannschaft noch nicht ganz so gut kennt, dass man das so ein bisschen festlegen kann. Ne? Weil sie sind alle hier recht eng beieinander von den Werten und von der, und vom Talent natürlich auch. Da lässt sich so ein Stammkader noch nicht gleich so offensichtlich rauskristallisieren. Aber wie gesagt, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin da zuversichtlich. So, wir gucken mal unsere Finanzen an. Das passt. Was ich noch reingenommen habe, das habt ihr schon gesehen, nehme ich an. Hier auf der linken und rechten Seite noch so ein paar Statistiken, die uns so einen schnellen Übersicht verschaffen. Hier Wetter zum Beispiel aus der zweiten Mannschaft haben wir drin. Der hat eine Stärke von 53. Pesch hat eine Stärke von 52. Da sehen wir die Reserve, die Topspieler der Reserve. Dann haben wir hier auch noch Top-Jugendspieler.
Da haben wir zum Beispiel den Wolf und den Fiegel, ne, ganz klar. Die beiden brechen da voraus, die müssen wir weiter im Auge behalten. Aber auch Forster, sowie auch Russ, das sind so die vier Jungs, die dann auch mittelfristig in die zweite Mannschaft rücken werden. Und Senkrechtstarter haben wir hier natürlich die ganze Liga aufgeführt. Johansen, Kili Chaslan und dann haben wir Wessels. Johansen hat jetzt schon 2 Punkte dazu bekommen. Wahnsinn, woher nimmt er das denn? Okay, gucken wir mal, heute gegen VfR Bürstadt, dass wir da mal unser Testspiel machen. Sofortberechnung natürlich. Kämpft um jeden Ball, sage ich, na komm, wir geht raus, spielt ordentlich Fußball. Das sollte kein großer Act werden. 1-0, Marc Haider nach Vorlage von Johansen, schön. Kasper Johansen selber mit dem Tor und wieder eine Vorlage, also der war an allen 3 Toren jetzt beteiligt. Der Johansen, also der ist ja richtig, der geht ja richtig steil. Dann gucken wir mal rein, wer, also wie gesagt, Johansen ist ja Wahnsinn. Der geht ja gleich mal richtig durch die Decke. Dann würde ich mal zum Johansen sagen, Lob, kann man sagen? Ja, wenn der an allen Toren beteiligt war. Hier können wir den Sehinian, können wir ein bisschen, Edgar Sehinian, wir müssen ja für einen Spitznamen finden. Das ist so schwierig auszusprechen, Sehinian, der braucht schnell einen, Spitznamen. Okay, könnt ihr mal rein in die Kommentare, was wir ihr, ja, was wir ihm für einen Spitznamen geben können. Dann haben wir Gerrit Pressel. Okay, motivieren wir auch nochmal. Das reicht, eine große Halbzeitansprache mache ich jetzt keine. Aber wir gehen gleich nochmal rein. Oh, jetzt haben wir eine Verletzung und jetzt haben wir genau die richtige. Och, eben dachte ich noch so, Mensch, wir nehmen ihn raus. Oh nein, jetzt, ich hoffe mal nichts Schlimmes. Kasper Johansen, Verletzung. 57. Minute. Oh jo, wir nehmen noch jemanden Gutes raus, lieber, bevor der sich verletzt. Der Sehinian kann mal ruhig durchlaufen. Der ist zwar auch schon ziemlich kaputt, aber das macht ja nichts. Hier haben wir noch ziemlich schwach. Hoffentlich, jetzt drückt mal die Daumen, dass der sich nicht allzu sehr verletzt hat. Den Gebers tun wir noch dann rein. Und hier haben wir dann noch, ja, also das hoffe ich mal, dass das jetzt nicht allzu schlimm ist. Uiuiuiui, okay. 3-0 haben wir zur Halbzeit geführt schon, das hat sich nicht viel geändert. Kriegen wir noch ein Tor zustande? Noch eine gelbe Karte für Gebers, okay. In der zweiten ging dann gar nichts mehr ohne Johansen, ihr seht, der ist dann doch schon ziemlich wichtig. Okay, jetzt kommt natürlich die große Erkenntnis, was hat er für eine Verletzung? Marc Haider wird zum besten Spieler. Johansen wegen der Verletzung dann raus. Wie gesagt, an allen 3 Toren war er beteiligt, selber sogar ins Geschossen. Jetzt kommt natürlich die große Oberschenkelzerrung. Okay, eine Zerrung ist nicht allzu schlimm. Eine Zerrung ist nicht allzu schlimm. Das lässt sich ganz gut auskurieren. Und Fabian Wetter sehe ich hier, Wechsel zu Sportfreunde Lotte. Klasse, haben wir das auch. Ah, der Kontostand geht hier sogar nach oben. Das ist ja klasse. Ja, haben wir das ganz gut gelöst. Ich hoffe mal, die 2,5 Millionen brechen mir nicht das Genick mittelfristig, sondern dass wir da schnell runterkommen und uns selber dann, sag ich mal, in der Gewinnzone bewegen. Das wäre toll. So, Johansen, wie lange ist er denn jetzt verletzt? Da gucken wir mal erst in die Nachrichten rein, was die uns auswerfen. Er fällt aus. 12 Tage, ne? Schon fast 2 Wochen. Matthias fällt am schwachen Fuß. Wetterwechsel, Sportfreunde Lotte und auslaufende Verträge. Ja, eine ganze Menge, ihr seht. Da müssten wir ansetzen, beziehungsweise verkaufen. Also da sind noch ein paar Verträge, die wir dann vielleicht doch loswerden sollten. Gerade Jungs in der zweiten Mannschaft oder hier in der Reserve. Ich denke, da sollten wir ansetzen. So, da haben wir eine Stärke von 59. Dann können wir Katzior reinbringen. Können wir mit Johansen ein bisschen reden. Der ist ja so wichtig. Das ist ja Wahnsinn. Du musst mal Verantwortung übernehmen. Noch 7 Tage sind es jetzt, okay. Und? Die anderen sollen ihren Job machen, er macht seinen. Ja, schade. Hätte ich mir so ein bisschen mehr von ihm erhofft. Sehinian, schauen wir doch mal. Spielergespräche. Gib im Training alles. Du musst mehr in Form kommen, mein Bester. Er will sich richtig reinhängen. Klasse. Ja, kann er auch nur bekommen mit viel Einsätze, ne? Klar. Und dann spielen wir ja schon gegen den FC Bayern München nächste Woche. Ja, haben jetzt eine Woche dann aber Regenerationszeit. Da können sie sich ein bisschen ausruhen, die Jungs. Und Johansen will dann auch wieder fit sein. Wir gehen da auch nicht mit großem Einsatz rein in die Partie gegen Bayern. Das wäre gefährlich für uns. Wir lassen uns ruhig ein bisschen abschießen, das macht nichts. Da lernen wir aber viel draus. Das ist nicht schlecht. So. Guck mal ein bisschen rein. Teamdynamik ist mal ganz, ganz wichtig. Gerade die Teamhierarchie möchte ich mir mal anschauen. Och Gott, wir haben keinen Führungsspieler und keinen Anführer. Guck mal, komplett die Mannschaft ist einflussreich. Aber ja, wir brauchen natürlich hier oben was, ne? Wen haben wir denn da so drin? Okay, der Sehinian findet sich gar nicht. Der Christian Jürgensen, unser Innenverteidiger, ist wohl der
Und der Lindner, sowie der Haider, die könnten das übernehmen, die Führungsposition, da werde ich mit denen auch mal dementsprechend reden. Der Haider, Aktion, Spielergespräche. Du musst mal Verantwortung übernehmen, mal gucken, was er sagt. Er macht seinen Job, die anderen machen seinen. Lindner, wie sieht's bei ihm aus? Mehr Verantwortung. Ich bin dazu einfach nicht der Typ. Oh, und jetzt, wie sieht's aus mit Jürgensen? Du musst mehr Verantwortung. Komm, einer von euch muss es tun. Das ist unglaublich. Nee, wir kriegen gar keinen, der das machen kann. Ja, schwierig. Nee, jetzt wird es natürlich richtig schwer, weil wer ist denn noch Stammkraft, ne? Also okay, Krause ist zu jung. Also Lindner ist Stammkraft mit 24. Dann natürlich hier hinten Jürgensen. Der Müller wäre da noch einer. Können wir den vielleicht ein bisschen motivieren? Großes Lob. Wir sprechen ihm erstmal großes Lob aus. Okay. In der Hoffnung, dass das soweit passt. Okay, dann würde ich mal sagen, hier gegen die Mannschaft tun wir Müller auch mal ein bisschen schonen. Und da tun wir mal den Sebastian Becker rein. Der Sehinan ist ziemlich müde. Wen können wir dann da hinstellen? Katzior. Okay, sehr schön. Dann machen wir das auch. Dann haben wir ziemlich fitte Jungs. Ja, Fitness muss noch ein bisschen trainiert werden, ist klar. Das fehlt unseren Jungs noch. Ja, wir sind ja auch keine Vollprofis. Ne? Es ist ja, es bewegt sich ja schon so ein bisschen im Bereich Amateurfußball, ne? In der vierten Liga. Also, das ist gerade so der Sprung zwischen Profi und Amateure. Würde ich mal behaupten. Ein, zwei Spieler sind vielleicht auf dem guten Profiweg. Der Rest sind einfach wirklich Amateure. Und da ist natürlich nicht klar, dass wir sofort die Fitnesswerte, ne, eines FC Bayern München, Dortmund oder von mir aus auch Hannover haben. Ne? Klar. So, aber halb so wild. Das kriegen wir schon irgendwie auf die Kette. Lindner auf links, das passt eigentlich ganz gut. Wir haben ja noch ein paar. Ja, wir müssten vielleicht noch was finden. Ein Allrounder fürs Mittelfeld wäre halt noch schön, ne? Wenn wir den hätten im Kader. Das wäre schön zu sehen, wenn wir da noch einen hätten. Ein Allrounder fürs Mittelfeld. Und noch einen defensiven Akteur. Denn aber, wie gesagt, aus der zweiten Mannschaft müssen wir halt auch mal schauen, wie die sich so schlagen. Zweite Mannschaft. So. Der Kramer ist hier noch unterwegs. Aber auch Stürmer, ja klar. Hier hätten wir einen. Hier, der Kevin Reichelt mit 28. Ich denke mal, das ist so der, vielleicht ein bisschen was übernehmen könnte, aber auch bloß defensiv und zentral. Und der lernt es auch mit 28 nicht mehr, ne? Das ist denke ich mal, das ist klar. Hier haben wir noch den Aschenbrenner mit 21, aber bloß 1,5 Talentsterne. Ja, der hat eigentlich überall ganz gute Werte, aber ob das reicht... Schwierig. Den Herden haben wir da noch, den Urban, der ist ja verletzt, der sollte ja eigentlich für Herden spielen. Für Aaron Herden. Aber ihr seht, so viel ist hier nicht. Spiegel können wir uns nochmal angucken, oder habe ich schon? Linkes Mittelfeld. Ja, das sieht ganz gut aus. Kann Ball halten, ist eine Diva und Härte. 25. 15.000 Euro Gehalt. Gib im Training alles. Wenn du in die erste Mannschaft willst, muss mehr kommen, das sage ich ihm mal. Er verliert 5 Moralpunkte. Oh. Ich bin momentan doch gut, sagt er. Naja, reicht aber noch nicht, mein Freund. Ja, weil er auch Form von 14 hat, ne? Ach, blöd jetzt von mir. Da hätte ich ein bisschen aufpassen müssen. Ja gut, man lernt ja draus. Kein Problem, denken. Das wäre so einer, wo wir dann vielleicht ein Auge drauf halten sollten. Auf den Spiegel. Ich mache da mal Spielerinfo und sag auch, Details muss aufgestellt werden. So, will Stammspieler in der zweiten Mannschaft sein, möchte sich verbessern. Ja, da müssen wir auch nochmal reingehen bei den Versprechen für die erste Mannschaft, klar. Das steht auch noch aus. Der konditionelle Zustand ist nicht so gut von unserer Mannschaft, ich weiß. Und in der Jugend, da können wir auch ein Auge, müssen wir auch ein Auge drauf behalten, was hier so passiert. Hier hätten wir ja einen, ne? Der Thomas Wolf ist so der stärkste Jugendakteur. Das wäre vielleicht eine Idee, den vielleicht noch gleich in die erste Mannschaft zu holen. Guck mal, der hat nämlich Werte oder auch Möglichkeiten, ihn da schnell anzutrainieren. Also ich denke mal, da würden wir uns nicht so viel verkehrt machen, wenn wir den noch in die erste Mannschaft holen. Den Thomas mit 18. Und dann eben mit ihm noch ein bisschen versuchen zu arbeiten in der ersten. Na gut, natürlich braucht er auch Einsätze, aber der Kader ist ja nicht so breit. Gerade im Mittelfeld sind wir nicht so breit aufgestellt. Das wäre vielleicht eine schöne Alternative noch. Ich würde sagen, der schafft den Sprung dieses Jahr schon gleich zu Beginn. Wir testen das mal aus, wie das läuft. Machen ihm ein Vertragsangebot, das er nicht ablehnen kann. Aktuelle Saison, das Grundgehalt ist viel zu hoch, ist klar.
Was haben wir denn? Aktuelle Saison, erste Mannschaft, Vertragsdauer 3 Jahre. Wir haben so, glaube ich, im Schnitt, also 90 war das, war der Obolus. Wir fangen mal an mit 40.000 für ihn. Oder wir machen mal 35.000. Das ist ein gutes Gehalt. Jahresgehalt. Er wird sich wieder bei uns melden. Ja, da habe ich ja, ich habe ja schon so ein bisschen Gefühl, glaube ich, jetzt für die Verträge, oder? Wie sehen die denn aus hier? Wenn ich mal schaue, ja, da ist ja schon einer der guten Verdiener hier. In dem Bereich bewegt er sich dann schon, ne? 35, 30, hier sind ja viele dabei, die verdienen nur 21, 17.000. Also hier, wenn ich das sehe, Aktogan, der braucht noch einen Nebenjob, ist ja klar. Aber den will ich auch ganz gerne halten. Den Onur Aktogan, den würde ich ganz gerne in den Vertrag verlängern. So. Lehnt zum gegenwärtigen Zeitpunkt Verhandlungen zur Vertragsverlängerung ab. Kann ich mit Ihnen ein Gespräch führen? Schnelles Angebot, Vertrag, Aktion, Spielergespräche geht gerade nicht. Okay, kein Problem. Da müssen wir, also Aktogan würde ich ganz gerne behalten. Das gilt aber nicht für den Jakusch, den lasse ich auslaufen. Den Aust, ja, dann müssen wir mal ein bisschen schauen. Der Strehle ist weiter Torwart, der wird nächstes Jahr, wenn wir der Riedmüller kommt, ja, den will ich vergessen. Der ist ja als fixer Transfer schon festgelegt für nächstes Jahr. Und hier ist Steve Müller und Christian Jürgensen. Jürgensen als Kapitän muss eigentlich bleiben. Also da, denke ich mal, können wir es ruhig mal wagen, nochmal direkt die Vertragsverhandlungen anzustreben. Sehr schön macht er auch. Für mich ist das jetzt der entscheidende Vertrag in meiner Karriere und will Ihnen jetzt nicht so viel Hoffnung machen. Wir verhandeln mal mit dir, gucken wir mal. Okay, das sieht ja ganz gut aus. Du bist Stammspieler. Du hast eine Stammplatzgarantie als Innenverteidiger, würde ich sagen, ne, als Kapitän auch. Mit 27, da lernt er noch ein bisschen dazu, würde ich behaupten. 3 Jahre, Vertragsende, sofort. Ne, 3 Jahre, ich würde sagen 40.000. Machen wir mal 42,5. Das ist ganz in Ordnung. Dann schauen wir mal auf, wie sieht es aus. Auflaufprämie, die belassen wir mal bei den 150. Aufstiegsprämie erhöhen wir mal um 1.000 zu 0 Bonus. Das kostet uns sonst zu viel Geld hier, das will ich ein bisschen, okay. So, feste Ablöse, was ist er denn wert gewesen? Da war nicht so viel wert, ne? Ich würde sagen, eine feste Ablöse von 250.000. Ja? Können wir das so angeben? Ich glaube, das können wir so angeben, oder? Weil es ist ja weit über das, was wir haben. Also wir haben ja keinen, der so teuer ist. Abstieg ablösefrei. Nicht-Aufstieg. 100% der Ablöseforderung, ne? Machen wir mal 50% bei Nicht-Aufstieg. Okay, Option für Verein und Spieler 1 Jahr. Ja, lasse ich mal raus. Gehaltskürzung bei Abstieg. Lassen wir weg. Jährliche Erhöhung. Wieder nochmal vielleicht 2% können wir nochmal geben. Schauen wir mal, was er sagt. Zu diesem, das ist ein gutes Angebot, finde ich, für so einen Spieler. Das ist ein guter Vertrag, den er da bekommt. Ich würde sagen, der Jürgensen kann sich da schon recht zufriedenstellen mit. Wir sehen hier, das Durchschnittsgehalt ist, er ist 10.000 Euro fast über den Durchschnittsgehalt. Also das ist in Ordnung. Das wird auch über den sogar noch 4.000 Euro über den Durchschnittsgehalt der ganzen Liga. Ich denke mal, da haben wir ein gutes, machen wir ein gutes Geschäft mit ihm. 3 Jahre ist auch ein guter Zeitraum. Ja, gucken wir mal. Er wird sich bei uns wieder melden. Ich denke mal, das ist ein schöner Vertrag. Schauen wir mal, ob er den mitgeht. Ihn würde ich ja ganz, als Kapitän würde ich ganz gerne halten. Ich würde schon auch ganz gerne in die neue Saison mit einem fixen Kapitän gehen. Auch wenn er jetzt vom Talent her natürlich nicht der Idealvertreter ist. Trotzdem bin ich der Meinung, muss man da ein bisschen auch an die Leute, an den Jungs festhalten, die da sind. Natürlich müssen wir auch schauen, dass wir mit Siedschlag und Jensen verlängern. Die Top-Leute haben alle Verträge, das ist schön. Aber wie gesagt, gerade Siedschlag wäre halt noch ganz wichtig. Mit einer 59, wir versuchen es mal lieber gleich die Verträge zu verlängern, weil im Laufe der Saison werden die noch besser werden. Er hat einen Marktwert von 47.000. Oh, er geht sofort mit, sehr schön. Mit 24 Jahren. So, verhandeln wir gleich mal. Er will 40.000. Ich biete ihm, was hat er hier? Ich würde sagen 42,5 auch. Er kriegt auch einen, maximal 2 Jahre, okay. Du wirst in der Regel spielen. Mittelfristig wirst du Stammspieler, ja, wenn er sich weiter gut entwickelt, ne, klar, warum denn nicht. Hier haben wir die Auflaufprämie, die machen wir auf 150. Die Aufstiegsprämie, so wie bei allen, sag ich mal, ich lege da mal die 1.000 Euro fest.
Die Torprämie ist natürlich halt sehr interessant. Die lege ich mal auf 700 Euro fest. Okay, ja, der ist 40.000 aktuell wert. Ja, lassen wir mal die feste Ablöse raus. Gehaltskürzung auch raus. Automatische Verlängerung, wenn er für uns 40 Spiele gemacht hat, kann er automatisch verlängern. Das ist in 2 Jahren gut machbar. Das ist gut zu schaffen, in 2 Jahren 40 Spiele für einen Verein zu regeln. Und dann haben wir eine automatische Verlängerung. Ich denke mal, das ist die beste Alternative, statt 3 Jahre jetzt durchzudrücken. So. Okay. Ja, dann machen wir mal das Angebot. Schauen wir doch mal, ob er mitgeht. Sehr schön. Wie gesagt, das ist einer der besten Spieler, die wir haben hier, fast auf eine Richtung, also Richtung 60, ne? Den Jensen, da müssen wir doch mal ein bisschen schauen, ob wir dann, wir brauchen ja sowieso nur einen Torwart, einen fixen, das ist der Riedmüller im nächsten Jahr. Und dann brauchen wir ja nur einen, den wir nachziehen können. Ich denke mal, da wird Jensen und auch der andere Kollege hier, der Strehle, die werden uns dann schon verlassen. Ne? Jensen hat eine 59, ich würde bald sagen, der Strehle, den können wir auch noch auf die Bank tun oder auf den Transferstatus tun. Auf Transferliste zum Verkauf setzen, ist 20.000 wert. Von Torwart kann man noch ein bisschen was verlangen, würde ich sagen. So. Jakusch haben wir drauf, das passt ganz gut. Aktogan, Pressel, die brauchen wir. Und da hoffe ich ja, dass die noch ein bisschen steigen im Wert. Und Becker, ja, der ist ganz neu. Den lassen wir auch nochmal so, wie es ist. Gut, dann machen wir mal das Testspiel eben. Und dann sehen wir uns dann schon in der nächsten Folge. Schauen wir mal, wie das läuft mit dem... Mit der Mannschaft jetzt, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Ich mache da jetzt keine großen Kampfansagen gegen diese doch etwas einfacheren Gegner. Ich hoffe mal, dass die Jungs da das hinbekommen. Tun sich ein bisschen schwer heute, sehe ich. Heider, Spielergespräche. Wir müssen noch ein bisschen motivierend, glaube ich, eingreifen. So, komplett die Offensive mal ein bisschen bearbeitet. Schön, dass es Hermann, der macht ja gutes Spiel. Sehe ich gerade. Gefällt mir. Jetzt kann ich mal ein bisschen was investieren. Und dann schauen wir doch mal, ob wir vielleicht... Ja, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal das andere System mal anzugehen. Toxic nehmen wir mal raus und bringen einfach den zweiten Stürmer. Das wollte ich ja sowieso. Das ist unsere Möglichkeit, wenn es zur zweiten Halbzeit mal nicht so läuft. Können wir ja mal so aufstellen, denke ich. Ne? Und gucken wir mal, wie das denn läuft. Also... 2 Stürmer, da sollte ein bisschen was funktionieren jetzt, oder? Immer noch 0-0. Na, mit 2 Stürmer eigentlich. Na, hallo. Gibt's denn das? Wir wechseln noch mal ein bisschen aus. Na, dann tun wir uns ja ganz schön schwer hier bei der Geschichte. Steve Müller noch kurz rein. Der Aust kurz rein. Sehinian kurz für Katzior. Und Hartmann im defensiven Mittelfeld kurz für Krause. Okay. Na, da haben wir uns aber wirklich schwer getan heute. 1-0 noch zum Schluss. Marc Heider nach Vorlage von Marcel Gebers. Gebers ist ein Rechtsverteidiger von uns. Also, die Einwechslung noch funktioniert. Der kam doch erst in der zweiten, ne? Der Gebers für Hermann, ne? Ja. Also, gerade noch zum Schluss kriegen wir hier den Sieg. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, mal ein Schrittchen weiter und einmal abspeichern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Lieben. Ging ja wieder ein bisschen länger als gewollt eigentlich. Wollte ja gar nicht so lange durchmachen. Aber hier sehen wir es. Das Trainingslager, das nehmen wir noch gerade eben mit. Nee, ich packe euch schon in die nächste Folge. Bis gleich. Ciao, ciao.